So, lang, lang ist her. Naja, so lang jetzt auch nicht, wieder nicht. 3 Tage. In diesen 3 Tagen ist Folgendes passiert. Ich bin nicht zum Aufnehmen gekommen, weil ziemlich viel Musik im Spiel war. Ihr müsst wissen, ich bin sehr musikbegeistert. Und daher auch... Ja. Und daher spiele ich auch einige Instrumente. Wenn ich die aufzählen soll, ich weiß nicht, soll ich sie aufzählen? Aber ich zähle sie einfach mal auf. Ich spiele in erster Linie Saxophon, Schlagzeug, Gitarre und Bass. Nebenbei singe ich auch noch in 2 Bands und spiele in 4 Orchester. Also da ist der Wochenplan bei mir ziemlich voll. Jo. Da beginnt erstmal Montag und Dienstag ist nichts. Nur Mittwochabends habe ich Bandprobe. Donnerstagabend habe ich 2x Orchester in Folge. Freitagabends habe ich. Was habe ich freitags? Ah ja, 1x Orchester. Ja, 1x Orchester freitags und samstags 1x im Monat Orchester. Also ich bin wahrscheinlich der YouTuber mit dem engsten Zeitplan, deswegen komme ich auch nicht da am Wochenende so zum Aufnehmen. Oder zumindest seltener. Noch dazu musste ich einige Wetten abschließen zum Eurovision Song Contest von gestern. Ich fand ihn ehrlich gesagt mal interessant, muss man sagen. Letztes Jahr, da musste ich ja echt lachen, ey. Da war nichts Gescheites dabei. Ich wäre hier auf der Couch eingeschlafen. Und, ups. Also, da war überhaupt nichts dabei. Am schlimmsten war Albanien, der albanische Beitrag. Den will ich jetzt allerdings ersparen, das Geschrei. Gestern, ich war sehr überrascht von, natürlich von Dänemark, ist ja klar, dadurch, dass sie gewonnen haben. Und dann rein zufällig noch denselben Ablauf wie im Jahr 2001 war. Mit selben Ablauf meine ich Folgendes. Im Jahr vorher, 2000, hat ja, glaube ich, Schweden gewonnen oder 2001, ich weiß gar nicht. Irgendwer hat gewonnen. Und, ups, kurz mal das Virenprogramm ausschalten. So. Ja, von den Dänen war ich sehr überrascht. Eben auch, dass sie wieder mal in Schweden gewonnen haben. Bin mal gespannt, wer nächstes Jahr gewinnt. Ob es da auch wieder derselbe Sieger ist wie damals in Dänemark. Das wäre echt lustig. Bei dem deutschen Lied war ich nicht begeistert, muss ich sagen. Ja, dieses Lied, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Nicht, weil es nicht meine Musik wäre, ganz und gar nicht. Ab und zu höre ich mal so die moderne Pop-Art. Aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass so ziemlich beinahe jeder Akkord beinahe derselbe Rhythmus wie letztes Jahr bei Loreen war. Wo ich auch sage, 18 Punkte mehr oder weniger verdient. Ich meine, es hätten etwas mehr sein können, gebe ich zu. Unsere Nachbarn, die Herren aus Österreich und der Schweiz, noch dazu, die Dänen sind uns ja immer wohlgesonnen. Die hätten uns etwas mehr Punkte geben können. Mag euch allerdings, wenn da jetzt einer von Österreich oder der Schweiz dieses Video ansieht, soll ja auch schon vorgekommen sein bei meinen Videos. Möchte ich euch da nicht hineinreden. Macht einfach, was ihr wollt. Ich meine, dazu ist er da, es soll auch nicht unbedingt politisch organisiert sein. Anders als bei den Ostländern.
Weil bei den Ostländern, ganz klar, die ehemalige UdSSR gibt sich natürlich tausende von Punkten, ist ja klar. Und dadurch haben die westlichen Länder keine Chance. Oh, und ich treffe dieses Ding nicht. Ich dachte eigentlich, ich schaff's so ohne Dance, aber die letzten drei Mal ist es doch nicht so gut gelaufen. Ja, okay, zu den Wetten. Ich habe einmal gewettet für... Was habe ich alles gewettet? Ich habe gewettet, dass Albanien ein wieder so ein beschissenes Lied wie letztes Jahr rausbringt. Tut mir leid, wenn da jetzt halt irgendeiner andere Meinung ist, aber ich fand dieses Gebrüll von Albanien letztes Jahr war extremst unpassend für einen solchen Wettbewerb. Also da war der... Wie viele sind sie geworden, ich glaube? Die sind auch sehr weit vorne platziert gewesen. Habe ich so in Erinnerung. Also dieses Lied, das war die reinste pure Katastrophe. Bofrost Gaming hat, glaube ich, kurz danach Geburtstag gehabt. Das war das Hauptthema letztes Jahr. Und ich habe gesagt, Albanien bringt wieder so ein Scheißlied. Da war ich jetzt ehrlich gesagt mehr überrascht, dass sie gar nicht dabei waren gestern. Die konnten die Jury nicht begeistern. Dann habe ich noch gewettet für Großbritannien, dass Großbritannien etwas rausbringt. Da ich ehrlich gesagt viele Lieder von Bonnie Tyler kenne und auch einige von ihr schon des Öfteren mal angespielt habe, habe ich natürlich gedacht, okay gut, Bonnie Tyler mal, da kommt mal was raus. Und dann tritt die mit einer Ballade auf. Ich hab gedacht, scheiße. Verflixte Scheiße. Hab ich gedacht. Na, fang ihn doch, Mensch. Oh, klar. Das war so klar. Logisch, natürlich. Und die dritte Wette, erstaunlicherweise, habe ich gesagt, Dänemark gewinnt. Warum habe ich das gesagt? Weil die Dänen schon letztes Mal in Schweden gewonnen haben. Einfach nur so aus purem Instinkt, dass es dann wirklich passiert, hätte ich nicht gedacht. Also zwei Wetten gewonnen, eine Wette gewonnen und zwei verloren. Macht einen Verlust von 3 Euro. Für Albanien habe ich so habe ich 5 Euro gesetzt, dass die wieder so eine Scheiße produzieren. Dann für England habe ich, wie viel? Ich glaube 2 Euro habe ich da gesetzt. Ist ja auch pure Nebensache. Auf alle Fälle 3 Euro Verlust. Naja. Gehört zum Wetten dazu. Und wenn ich dieses scheiß Level nicht wieder schaffe und da so lange hänge wie das wie bei Level 8 im Hardcore-Modus, dann tick ich komplett aus. Oh, komm doch, Mensch. Wenn ich da jetzt in den Titel des Videos Eurovision Song Contest 2013 eingebe,
Das wäre nicht besonders passend, denn da würden wahrscheinlich User von der ganzen Welt drauf zugreifen. Und dann, oh, Deutsch, scheiße. Denken. Nein! Jetzt habe ich's. Oh Mann, jetzt habe ich es ein einziges Mal gehabt. Bitte. Das darf ja nicht wahr sein. Oh Mann, ich habe einen ganz dunklen Hals. Ich glaube, nach dieser Aufnahme höre ich auf. Jetzt. Scheiße. Der Husten kommt von dem rauen Hals. Ich bin nicht krank. Oder so. Irgendwas in der Art. Ups. Diese Spannung, wo da entsteht, ey, die reißt mich immer direkt über diesen Kasten drüber. Ich konnte gar nicht reagieren. Kurzer Lager. Der letzte Versuch und dann höre ich mal kurz auf, mache eine kurze Pause und dann geht's weiter. Okay, bis gleich. Ich mache kurze Pause und dann geht's weiter. Ciao.